Jetzt in Kripo Live. Wenn der Traum vom schnellen Geld zum Albtraum wird. Internationale Betrügerbanden versprechen riesige Gewinne mit der digitalen Währung Bitcoin. Die Opfer verlieren oft ihr gesamtes Vermögen. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Zunächst in die Oberlausitz nach Neugersdorf. Zeugen hörten noch einen Knall, dann waren die beiden Hunde tot, von einem unbekannten Autofahrer überfahren. Dieser hielt anschließend aber nicht einmal an, sondern fuhr einfach weiter. Die Besitzerin der Hunde musste miterleben, wie ihre geliebten Tiere starben. Molly war 7 Jahre alt, Luna 13. Sie kamen als Welpen zu Rita und Heinrich Iffland. Die Hunde waren für sie mehr als nur Haustiere, sie waren Familienmitglieder. Über ihren Verlust sind die Eheleute verzweifelt. Unbeschreiblich. Jede Ecke, wo wir gucken, niemand mehr da, braucht niemanden mehr rufen. Ich weiß nicht, was wir machen. Früh, wenn man die Augen aufmacht, nachts kann man nicht schlafen, dann tut man heulen und ist schrecklich. Wir vermissen sie. Ganz schlimm. 30. März 2021, gegen 15 Uhr. Rita Iffland geht mit den beiden Hunden spazieren. Die 77-Jährige wird dabei von einer guten Freundin begleitet. Und dann wollte sie zur Aldi rüber und wollte so rüberlaufen. Da habe ich noch gesagt, nee, Hanna, wir gehen beim Übergang rüber, das ist sicherer. Und da sind wir beim Übergang rüber. Die beiden Frauen sind schon auf der Fußgängerinsel, die beiden Hunde direkt hinter ihnen. Dann kommt plötzlich ein Auto. Ich hörte bloß einen Knall und guckte auf die Hunde, die lagen da so da wie... Ich konnte die Hunde nicht hochheben, ich war wie erstarrt. Regungslos liegen Molly und Luna auf der Straße. Die Person hinterm Steuer des Autos ist einfach davongefahren. Eine Nachbarin sieht Rita Iffland und eilt ihr zu Hilfe. Wir sind vorgefahren, ausgestiegen und ja, der eine Hund hatte auch vorne lauter Blut. Wir haben sie dann sofort ins Auto gepackt, sind in die Zittauer Straße zum Dr. Heinrich gefahren, um zu schauen, ob noch was zu machen ist. Aber leider waren sie schon tot. Der Unfall ereignet sich hier auf der Hauptstraße in Neugersdorf. Die beiden Frauen gehen mit den Hunden Richtung Aldi-Markt und dann über die Straße. Das Auto kommt aus Richtung Norden. An der Fußgängerinsel kurz nach der Goethestraße, dann die Kollision. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Immer wieder stellt sich die Frage, ob der Geflüchtete den Unfall bemerkt haben kann. In diesem Fall gehen wir davon aus, die Hauptstraße verlief über mehrere hundert Meter schnurgerade auf die Mittelinsel zu. Es ist also davon auszugehen, dass der Fahrer die Frau gesehen haben muss. Die Geschädigte und Zeugen sprachen von einem Knall, den sie bei dem Unfall gehört haben. Auch das spricht dafür, dass der Fahrer den Unfall mitbekommen haben müsste. Vom Unfallfahrzeug ließen sich keine Spuren sichern. Inzwischen bekam die Polizei aber einen wichtigen Hinweis eines Zeugen. Der Zeuge sprach von einem goldenfarbenen Pkw mit Kamenzer Kennzeichen. Wir erhoffen uns nun weitere Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Unfalls beitragen und auch der Seniorin dabei helfen, dieses Ereignis zu verarbeiten. Molly und Luna bringt es zwar nicht zurück, aber es würde Rita und Heinrich Iffland viel bedeuten, wenn sich der oder die Verantwortliche melden würde. Der Schmerz von Familie Iffland ist groß. Haben Sie am 30. März, kurz vor 15 Uhr, den Unfall in Neugersdorf beobachtet oder ist Ihnen vielleicht, wie gerade gehört, ein goldfarbener Pkw mit Kamenzer Kennzeichen aufgefallen? Dann wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Zittau Oberland unter der Telefonnummer 03 583 620.
Selbst der konservativste Sparer fragt sich inzwischen, was ist dran an diesem neuen Geld, den sogenannten Kryptowährungen, vor allem am prominentesten Vertreter Bitcoin. Vor 11 Jahren war er noch nicht einmal einen Cent wert, jetzt wird er mit zigtausend Euro gehandelt. Allein diese wundersame Karriere zieht nicht nur professionelle Spekulanten an, sondern auch Kleinanleger. Und jetzt wird's kriminell, international organisierte Betrüger. Es ist der Traum vom schnellen Geld, aus dem Betrüger derzeit Millionengewinne schlagen. Es handelt sich tatsächlich um professionelle, international agierende Cyberkriminelle, der organisierten Kriminalität zu rechnen. Bei dieser Betrugsmasche läuft die erste Kontaktanbahnung über das Internet. Es sind Werbemails wie diese, mit denen die Betrüger ihr Netz aufspannen. Wer auf die Links darin klickt, landet auf bunten Websites, auf denen Prominente angeblich für Investitionen in die Kryptowährung Bitcoin werben. In Zeiten der Niedrigzinsen damit satte Gewinne einzufahren, das klingt verlockend. Doch wer jetzt seine Daten in das Kontaktformular dieser vermeintlichen Online-Börsen einträgt, ist den Betrügern bereits ins Netz gegangen. Denn kurz darauf meldet sich telefonisch ein angeblicher Vermögensberater, der schnell Vertrauen aufbaut. Er schickt Zugänge zu mehreren echt aussehenden Online-Trading-Portalen. Zuerst soll hier nur eine kleine Summe angelegt werden. Im Trading-Portal wird dann schnell eine erhebliche Geldvermehrung angezeigt. Das motiviert, nun auch größere Summen einzuzahlen. Die Masche läuft derzeit bundesweit tausendfach ab und beschäftigt fast alle Ermittlungsbehörden in Deutschland. Die Täter gehen so geschickt vor, dass sie wirklich längere Gespräche mit den Opfern führen. Und in diesen Gesprächen offenbaren die Opfer ihre gesamte persönliche Situation. Und diese Punkte werden gerade wiederum verwandt, um denjenigen dazu zu bringen, das Geld anzulegen. So verlor auch Klaus K. viel Geld. Für die Kamera von Kripo Live möchte er unerkannt bleiben. Dann haben wir diese eine Plattform eingerichtet. Da habe ich dann 50.000 eingezahlt in Bitcoin. Da hatte ich auch einen richtigen Vertrag gemacht. Das sollte dann laufen bis 2022 im Juni. Da sollten dann 3,1 Millionen rauskommen. Hat man einmal gezahlt, steht das Telefon nicht mehr still. Bei Klaus K. melden sich nun über Monate fast täglich Anrufer unter verschiedenen Identitäten und geben sich als Anlageberater, Broker oder Banker aus. Und sie stellen weitere Millionengewinne in Aussicht. Damit alles glaubhaft erscheint, bekommt Klaus K. Bilder von Ausweisen seiner vermeintlichen Finanzberater zugeschickt. Diese sind unecht. Damit die Betrüger Klaus K. weiter im Netz gefangen halten können, bekommt er von ihnen Post aus dem Ausland. Darin befindet sich eine Kreditkarte. Ende November, Anfang Dezember bekam ich eine Mastercard aus Dubai zugesendet. Und jeden Tag habe ich dann 200 Euro von der Bank abgeholt, von der Sparkasse. Das überzeugt Klaus K. Nun wird er am Telefon so lange manipuliert, bis er sein gesamtes Vermögen, mehrere hunderttausend Euro, auf Konten von Briefkastenfirmen in Litauen, Ungarn und Bulgarien überweist. Das ganze Geld ist weg. Als Klaus K. seine vermeintlichen Millionen ausgezahlt haben möchte, erhält er kein Geld, sondern ein offensichtlich gefälschtes Auszahlungsdokument in fehlerhaftem Deutsch. Manipuliert sind auch diese angeblichen Kontoauszüge ohne Punkt und Komma. Aber das, was mir hier zugeschickt wurde, hier angeblich Überweisungen, die sie getätigt haben, das sind alles Fotomontagen wahrscheinlich gewesen. Wenn bei den Opfern nichts mehr zu holen ist, tauchen die Täter ab und verwischen die Spuren der Geldflüsse. Den Spezialisten im Landeskriminalamt ist es gelungen, vor kurzem 500.000 Euro eines Geschädigten wieder habhaft zu werden. Wir konnten das Geld also auf einem deutschen Konto sichern. Aber das ist wirklich nur einer der wenigen Ausnahmefällen. Ich weiß von Kollegen aus Bayern, die ein ähnliches Verfahren haben mit zahlreichen Festnahmen in Südosteuropa. Dort konnte auch ein Teil des erbeuteten Geldes sichergestellt werden. Aber das sind Tatsache die Ausnahme. Ermittler aus Bayern haben das Callcenter der Betrüger im Kosovo aufgespürt.
Von hier aus wurden die Betrugsopfer zu ihren Überweisungen überredet. Diese Textvorlage zeigt typische Formulierungen, die bei den Gesprächen gern verwendet werden. Ich sag mal, sehr enttäuscht, wie man auf Menschen reinfallen kann. Es ist zwar traurig, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die sowas machen, aber das wird wahrscheinlich noch schlimmer. Damit dürfte Klaus K. wohl richtig liegen. Er hat Anzeige erstattet, die Behörden ermitteln. Sein Fall? Einer von Tausenden. Der Traum vom Geldsegen mit Bitcoins kann so schnell zum Albtraum werden. Wenn Sie mit solchen Betrügern in Kontakt gekommen sind, sollten Sie schnellstmöglich Anzeige erstatten und auf keinen Fall Geld überweisen. Mehr Informationen dazu gibt es am Dienstag, also übermorgen ab 20.15 Uhr in der Umschau hier im MDR und online unter mdr.de. Letzte Woche haben wir hier vom Blitzeinbruch bei einem Juwelier in Leipzig am 20. April berichtet. Die Täter drückten mit einem zuvor gestohlenen Skoda die Tür des Geschäfts ein, trotz Sicherung durch ein Rollgitter. In nur wenigen Minuten erbeuteten sie teure Uhren im Gesamtwert von 1 Million Euro. Jetzt gibt es Neues in dem Fall. Polnische Fahnder haben offenbar einen Teil der Beute sichern können. Außerdem nahmen sie mehrere Männer fest. Was diese konkret mit der Tat zu tun haben, ist aber noch nicht klar. Nach wie vor nimmt die Polizei in Leipzig ihre Hinweise zu dem Einbruch entgegen. Telefonnummer 0341 9664 6666. Und nun weitere Fahndungen in Kripo Live Kompakt. Heilbad Heiligenstadt. Dieser Mann stiehlt am 23. Juni 2020 Kosmetik im Wert von über 580 Euro. Der Unbekannte nutzt dafür die nächtliche Anlieferung in einer Drogerie aus. So gelangt er unbemerkt in den Verkaufsraum. Nachdem der Lieferant die Filiale verlassen hat, greift der Mann zu. Dabei löst er den Alarm aus. Anschließend schlägt er die Scheibe einer Tür ein und entkommt. Wer erkennt den Mann? Ihre Hinweise bitte an die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606 6510. Halle. Am 15. September 2020 soll dieser Mann mit einer gestohlenen EC-Karte 1.000 Euro vom Konto einer Frau abgehoben haben. Tatort: ein Geldautomat an der Paul-Suhr-Straße in Halle. Erkennen Sie den Mann? Dann informieren Sie bitte die Kripo Halle unter der Telefonnummer 0345 224 2000. Jetzt noch zu einem aktuellen vermissten Fall. Seit dem 19. April wird Samantha Jasmin T. gesucht. Die 16-Jährige verließ an diesem Tag ihre Unterkunft in Flöha. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Die Polizei schließt eine Eigengefährdung der jungen Frau nicht aus. Möglicherweise hält sie sich in Chemnitz oder Döbeln auf. Sie ist 1,65 Meter groß, hat kurze, blonde Haare und braune Augen. Hinweise bitte an die Kripo Chemnitz unter der Telefonnummer 0371 387 3448. Dieses Teil aus Glas und Messing gehört zu einer ganz besonderen Hängeleuchte aus DDR-Produktion. Und 52 dieser Glaskörper geben ihr das Aussehen einer Pusteblume. Und so wurde sie meist auch genannt. Heute sind solche Leuchten begehrte Sammlerstücke. Gleich 8 von ihnen wurden in Grünhainichen bei Chemnitz gestohlen. Grünhainichen im Erzgebirge. Der Ort ist bekannt für seine kunsthandwerkliche Tradition. Seit dem 16. Jahrhundert werden hier Holzfiguren gedrechselt, geschnitzt, bemalt und in die ganze Welt exportiert. In der Mitte des Orts steht das Deutsche Haus, seit 1967 das Kulturhaus von Grünhainichen. Es war früher ein altes Gasthaus, wo sich den Gerüchten nach die ganzen Verleger getroffen haben, die dann die erzgebirgische Volkskunst mit allen möglichen Verkehrsmitteln nach Leipzig geschafft haben zur Messe. Wie in jedem Kulturhaus der DDR fand der größte Teil des gesellschaftlichen Lebens des Ortes hier statt.
Vereinsarbeit, Jugendweihen, Frauentagsfeiern, Faschingspartys und Diskos. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da war jeden Tag etwas los. Ist wirklich so. Es war jeden Tag hier irgendetwas los. 2017 findet in diesem Saal das letzte Konzert statt. Der Pächter der Gastronomie muss aufgeben. Das Ende des Kulturhauses, das zusehends verfällt. Die Gemeinde nutzt das Gebäude als Abstellraum. Zu holen gibt es hier eigentlich nichts. Doch am 23. Februar 2021 entdeckt Bürgermeister Robert Arnold einen Diebstahl. Wir sind einfach hier reingekommen aufgrund dessen, dass wir Sachen hier ablagern wollten. Die Bänke, die wir zum Beispiel im Hintergrund sehen, da sind wir halt drauf gekommen, dass dann einfach am dem Morgen die Lampen einfach nicht mehr an der Decke hinken. Alle 8 dieser Sputnik- oder auch Pusteblumen genannten Deckenlampen haben Unbekannte aus dem Saal gestohlen. Die Gestaltung der Pusteblumenlampen wird dem österreichischen Designer Emil Steiner zugeschrieben. Hergestellt wurden die Lampen im VEB Kristallleuchte Ebersbach, ehemals Neumann & Co. Die Firmenchronik zeigt, die ersten Exemplare kamen schon in den 1950er Jahren auf den Markt. Wie die Täter sich ganz konkret Zutritt in das Gebäude verschafft haben, das ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es ist so, dass bei der Tatortbesichtigung keine Aufbruchsspuren festgestellt wurden. Möglich ist, dass die Täter sich mit einem Schlüssel Zutritt in das Gebäude verschafft haben, wobei derzeit dann noch unklar ist, wie sie denn in den Besitz eines solchen Schlüssels gekommen sind. Der Saal hat eine Höhe von über 6 Meter. Um die Lampen zu demontieren, müssen sie heruntergelassen werden, wie dieses Foto von Reinigungsarbeiten zeigt. Die Täter haben sich vermutlich gut ausgekannt, denn zum Herunterlassen der Lampen muss man über den Dachboden zur Saaldecke. Dann darf man dort nicht irgendwo hintreten, weil das alles nur Gips und ein dünnes Holz ist. Da wäre man mit runtergefallen und aus 6 Meter Höhe ist das auch nicht gesund. Und dort oben erst das Loch zu finden, wo man reinkriechen muss, damit man überhaupt die Lampen runterlassen kann, ist schon ein Problem. Also es muss jemand dabei gewesen sein, der das kannte. Die Pusteblumenlampen werden auf Verkaufsplattformen im Internet für 750 bis 1200 Euro pro Stück gehandelt. Bei dem Einbruch wurden außerdem 19 solcher Hängelampen aus Glas und Tropenholz gestohlen. Der Geldwert, der damit zusammenhängt, das ist zwar da, aber der ideelle Wert dieser Lampen in Bezug auf das Deutsche Haus Kohn-Heinrichsen ist dahingehend viel, viel höher, weil einfach diese Lampen zu diesem Saal mitgehörten. Wir haben eine wunderschöne Decke in diesem Saal. Das war das Arrangement an sich. Die Pusteblumenlampen wiegen ca. 8 Kilogramm und sind sehr zerbrechlich. Die Täter müssen also mit einem Fahrzeug zum Abtransport vor Ort gewesen sein. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die zwischen dem 11. Januar und 23. Februar im Umfeld des Deutschen Hauses in Grünhainichen Fahrzeuge oder verdächtige Personen beobachtet haben oder die wissen, wo erst kürzlich solche Lampen angeboten oder aufgehängt wurden. Ihre Hinweise an die Polizei Marienberg, Telefon 03735 6060. In diesen Tagen, vor 20 Jahren, verschwand ein kleines Mädchen aus dem oberfränkischen Lichtenberg, Peggy K. Der Fall ist nach wie vor nicht aufgeklärt und bewegt Deutschland bis heute. Am 7. Mai 2001 ist Peggy K. nach der Schule auf dem Weg nach Hause. Sie trägt ihre Schultasche mit einem auffälligen Mausanhänger. Gegen 13.20 Uhr wird das Mädchen das letzte Mal gesehen. Hier am Henri-Marteau-Platz. In diesem Bereich hier ist irgendwas passiert. Begegnungen oder Gespräche. Und danach verliert sich auch die Spur von Peggy. Bis heute weiß niemand, was hier geschehen ist. Erst 15 Jahre nach Peggys Verschwinden werden die sterblichen Überreste des Mädchens gefunden. 15 Kilometer entfernt, im thüringischen Rodacher Brunn. Dazwischen liegen eine Verurteilung wegen Mordes und ein Freispruch im Wiederaufnahmeverfahren. Die Polizei ermittelt einen Tatverdächtigen. Den geistig zurückgebliebenen Ulfi K. Er soll Peggy sexuell missbraucht haben. Das gibt er jedenfalls im Verhör zu. Schließlich gesteht er auch den Mord an dem Mädchen.
Bis heute sind der Soko Beggi 20 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch den 24-Jährigen bekannt geworden. 2004 wird Ulfi K. verurteilt. Eine Bürgerinitiative glaubt an seine Unschuld und kämpft jahrelang darum, den Fall neu aufrollen zu lassen. Dank neuer Hinweise gibt es 2014 ein Wiederaufnahmeverfahren. Schließlich wird Ulfi K. vom Vorwurf, Peggy getötet zu haben, aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Dass Ulfi K. Kinder missbraucht hat, auch Peggy, bleibt unbestritten. Bis Juli 2015 ist er deshalb im Maßregelvollzug untergebracht. Doch die Ermittlungen zu Peggys Tod stehen wieder am Anfang. Es gab 7, 8 Verdächtige ganz bestimmt, die alle, wirklich alle ausermittelt wurden. Es gab solche, die man landläufig als Verdächtiger bezeichnen würde. Aber selbst da hat sich nie so etwas erhärtet, dass man sie hätte in Haft genommen oder gar anklagen können. Es verlief alles im Sande. Der einzige Ansatzpunkt der Ermittler ist der Fundort von Peggys sterblichen Überresten. Ein Pilzsammler hatte sie 2016 entdeckt. Peggy lag an einem Baum, leicht bedeckt, die sterblichen Überreste. Die Schuhe standen etwa 30, 40 Meter weiter weg, fein säuberlich nebeneinander unter einem anderen Baumstamm. Aufwendig untersuchen die Ermittler Knochen- und Bodenproben. Dann, mehr als 2 Jahre nach dem Fund, durchsucht die Polizei ein Haus in Marktleuten. Es ist das Anwesen von Manuel S. Monatelang hat die Polizei diese Aktion vorbereitet. Es waren offenbar bestimmte Pollenspuren, die die Ermittler zu dem heute 43 Jahre alten Mann geführt haben. Hier ergab sich ein Bezug zu Pflanzarbeiten des Mannes am Tattag, welche den Ermittlern bereits bekannt waren. Manuel S. soll, so hat er ursprünglich ausgesagt, die Leiche von Peggy von einer anderen Person an dieser Bushaltestelle übernommen haben. Den Namen dieser Person kennt die Polizei. Ein Ermittlungsverfahren gegen diese Person gibt es offiziell aber nicht. Der ehemalige bayerische Innenminister und Jurist Dr. Günther Beckstein sagt, es gibt 2 mögliche Gründe, warum nicht ermittelt wird. Gegen einen Toten kann kein Ermittlungsverfahren durchgeführt werden. Die zweite Möglichkeit, die theoretisch ist, dass es gegen jemanden gibt, wo der Grundsatz ne bis in idem gilt, der Rechtsstaatsprinzip, dass wenn ein Fall abgehandelt ist, dann darf er nicht ohne weiteres wieder aufgerollt werden. Das Verfahren gegen Ulfi K. ist abgehandelt und er kannte Manuel S. gut. Manuel S. wiederum hat sein Geständnis widerrufen. Heute ist er auf freiem Fuß. Neue Ermittlungsansätze hat die Polizei derzeit nicht. Die Ermittlungen im Mordfall Peggy K. wurden im Herbst vergangenen Jahres eingestellt. Also das, was ich mir wünschen würde, dass es Sachbeweise gibt, die so eindeutig sind, dass man sagen muss, so war's. Denn dann kann auch erst Rechtsfrieden eintreten. Denn es ist ja schon etwas, was auch für die Allgemeinheit sehr unbefriedigend ist, wenn man sagt, da läuft unter Umständen ein Mörder eines Kindes frei herum. Zu unseren aktuellen Verhandlungen finden Sie Informationen wie Telefonnummern auf der Kripo Live Homepage und im MDR Text Seite 377. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Gleich führt sie sagenhaft in die Hohe Tatra. Wir verabschieden uns bis zum kommenden Sonntag.